Stranger Things ist eine Serie über Kinder, die man sogar für eine Kinderserie halten könnte. Aber Erwachsene, die die Serie schauen, werden eine Menge Details bemerken, die einem jüngeren Auge nicht auffallen würden. Hier kommt alles, was Erwachsenen in Stranger Things auffällt. Auf den ersten Blick ist Hopper nur eine sympathische, klassische Karikatur eines harten Kerls. Er trinkt jede Nacht, nicht nur ein oder zwei Bier. Er trinkt bis zu dem Punkt, an dem er komplett betrunken ist. In der ersten Staffel von Stranger Things weiß sein Büro, dass jeder Morgen, Zitat, Kaffee und Besinnung bedeutet. Hopper raucht den ganzen Tag Zigaretten. Und wenn er nicht gerade eine köstliche Kombi von Eggo-Waffeln, Schlagsahnen und Süßigkeiten herunterschlingt, dann futtert er sich durch Teller voller frittiertem Fleisch. Als Kind erscheint das lustig, wie er isst wie ein Chaot, aber als Erwachsener liegt man nicht falsch, wenn man glaubt, dass der Mann Alkoholiker ist, der nur ein paar terroristische Faustkämpfe von einem Herzinfarkt entfernt ist. Hopper verbringt grundsätzlich jeden Tag in Staffel 1 mit einem Kater. Er betrinkt sich in Staffel 2 nicht ganz so krass, obwohl er ein Bier zur Nacht trinkt. Oder 3. Oder 6. Er ist der Typ Mann, der wahrscheinlich noch nie einen Salat gegessen hat. Niemand kann ihn sich auf einem Laufband vorstellen, obwohl er einen ziemlich körperlichen Job hat, mit Stress und ab und zu einem langgezogenen Kampf mit einem russischen Terminator. Während es in den 80ern noch ziemlich akzeptabel war, sich nur von fettigem Fleisch zu ernähren, war das keine gesunde Lebensweise. Packen wir Hoppers Trinkerei dazu und wir haben einen Mann, der heutzutage kurz vor dem körperlichen Kollaps gewesen wäre. Mike und Nancy Wheeler sind zwei der dynamischsten, interessantesten jungen Menschen in Hawkins. Was es noch so erstaunlicher macht, dass ihr Vater so ziemlich abwesend und distanziert wie möglich ist. Er hat komplett vergessen, dass seine beiden Kinder in einen multidimensionalen Kampf gegen ein Supermonster eingespannt sind. So geht es auch Mrs. Wheeler, aber sie scheint letztendlich zu bemerken, dass etwas mit ihren Kindern nicht stimmt. In Staffel 3 lernen wir, dass es noch mehr gibt, als wir sehen, und sie, wenn überhaupt, einfach von ihrem narkoleptischen Ehemann heruntergezogen wird. Mr. Wheeler bemerkt niemals etwas Außergewöhnliches, obwohl das Drama um sie herum herrscht. Außer einer Rede über Teamwork, die er Mike vorträgt, verbringt er die meiste Zeit schlafend zu Hause. Mehr noch, Mr. Wheeler ist ein Blindgänger von Ehemann. Am Ende von Staffel 2 sehen wir, wie Mrs. Wheelers Kiefer herunterfällt, als Billy vorbeikommt, während ihr Ehemann in seinem Sessel pennt. In Staffel 3 erkennen wir, wie unausgefüllt sich Mrs. Wheeler in ihrer Ehe fühlt, als sie plant, Billy in einem Motel zu treffen, auch wenn sie es dann doch nicht macht. Mr. Wheeler ist ein unaufmerksamer Vater und Ehemann, aber in der Realität ist es tragisch, dass er von Menschen umgeben ist, die so voller Leben sind, während er tief und fest vor sich hinschnarcht. Ja, diese Kinder sind Nerds, hängen lieber im Hawkins AV Club herum als auf dem Footballfeld und haben eigentlich außer ihrem Lehrer in Naturwissenschaften außerhalb dieser Gruppe keine Freunde. Tatsächlich sind sie wohl das Ganze des Hawkins AV Club. Als öffentliche Schule einen Amateurfunk und einen AV Club zu haben, ist definitiv außergewöhnlich. Aber Nerds hin oder her, sie haben schon ziemlich teure Hardware. Ihre Funkgeräte, die Radio Shack TRC 206, TRC 214 und TRC 2019 waren nicht günstig. Außerdem hat Dustin ein Headset und baut später Cerebro, ein tragbares, sehr starkes Funkgerät im Science Camp. Die Jungs dürfen anscheinend mit ziemlich teuren Spielzeugen frei herumhantieren. Während ihre Eltern wahrscheinlich mehr als froh darüber waren, diese wissenschaftlichen Bemühungen zu unterstützen, müssen die Walkie-Talkies und die Hunderte von Batterien, die sie in einem Jahr verbraucht haben, wohl schon ziemlich hohe Ausgaben gewesen sein. Und das war noch bevor alle Geräte USB-Ladekabel hatten. Murray Bauman ist der perfekte Verkuppler in Stranger Things. Als Jonathan Byers und Nancy Wheeler in Staffel 2 zu ihm kommen, um Hilfe zu bitten, trinken die beiden Teenager ein bisschen zu viel Wodka und bleiben letztendlich über Nacht. Bauman ist überrascht, dass die beiden kein Paar sind und sagt, dass sie einfach miteinander Sex haben sollten. Die beiden protestieren und Jonathan bietet an, auf dem Ausziehsofa zu schlafen. In der Nacht können die beiden Teenager nicht schlafen und als es keiner von beiden mehr aushält, bringen sie ihre Freundschaft auf das nächste Level. Beim Frühstück am nächsten Morgen fragt Bauman mit einem ironischen Grinsen: How was the pull-out? Ein Kind, das das sieht, wird denken, dass er nur einen Witz darüber macht, dass Jonathan nicht auf dem ausziehbaren Bettsofa geschlafen hat. Allerdings wird ein Erwachsener die Zweideutigkeit hinter seinem Spruch mit dem Ausziehsofa und einer bestimmten Handlung verstehen, die im Schlafzimmer stattfindet. Während des Verhörs gibt der Russe Steve und Robin ein Wahrheitsserum. Diese Droge hätte alles sein können. Aber basierend auf ihrer Reaktion, zumindest in den Augen eines Erwachsenen, ist es wahrscheinlich eine psychoaktive Droge. Es sollte erwähnt werden, dass MK-Ultra, das Programm, das die Kräfte von 11 hervorgebracht hat, auch in der realen Welt dafür bekannt war, für Verhöre mit Halluzinogenen und Psychologie zu experimentieren. Als Steve und Robin beginnen miteinander zu lachen und zu witzeln, wirken sie auf Kinder wie betrunken. Aber Erwachsene werden verstehen, dass sie auf einem Trip sind. They seem drunk. Why would they be drunk? Nachdem er eine überwältigende Erfahrung gemacht hat, als er zurück in die Zukunft auf Halluzinogenen geschaut hatte, listet Steve ihn als einen seiner Lieblingsfilme auf, als er ein Vorstellungsgespräch bei einem Videoverleih hat. Während sie vor dem Theater sitzen, beginnen die Lichter an der Decke des Einkaufszentrums Verfolger auf Robin und Steve loszuschicken. Das lässt sie im Badezimmer landen. Sie übergeben sich und haben danach eine der großartigsten und innigsten Unterhaltungen in der Geschichte von Stranger Things. Wenn man bedenkt, dass die beiden mit starken psychoaktiven Drogen vollgepumpt wurden, ist Steves schnelle Erholung und seine Fähigkeit, dann direkt Auto zu fahren, echt erstaunlich.
Es gibt keine Art und Weise zu erklären, wie es war, nur ein einziges Telefon im Haus zu haben. Jüngere Menschen werden nie die Not verstehen, was es heißt, einen Telefonanruf mitten in der Küche stehen zu tätigen, vor allen anderen, die zuhören wollen, weil das Telefon an der Wand neben der Küche fest installiert war. Für die Erwachsenen, die sich noch meist daran erinnern, bringt das zentrale Telefon, das von allen genutzt wurde, Erinnerungen an Konflikte zurück. Ja, es war auch etwas Gutes dabei, nicht immer erreichbar gewesen zu sein. Aber es behinderte die Mobilität und die Privatsphäre. Manchmal wurde das kurze Kabel gegen ein langes ausgetauscht, das man bis in jeden Raum des Hauses ziehen konnte. Trotzdem war es einfach herauszufinden, wenn es ein privater Anruf war. Und selbst wenn ihr in einem anderen Raum wart, könnte man sich nie sicher sein, dass der Anruf wirklich privat war. Wie als Mrs. Wheeler das andere Telefon benutzt, um bei Mikes Anruf bei Elle zu lauschen. Nur um zu hören, wie er darüber log, dass seine Großmutter krank war. Als Erwachsener in Zeiten von Playdates, Elternchauffeuren und Stranger Danger kann es schockierend sein, sich an die Zeit zu erinnern, als Eltern ihre Kinder ganz alleine losschickten. Dennoch fuhren die Kinder aus Stranger Things auf ihren Fahrrädern auf sich allein gestellt von Haus zu Haus oder eher meilenweit auf leeren Straßen. In Staffel 3 von Stranger Things wird Lucas' 10-jährige Schwester Erica komplett unbeaufsichtigt in der Mall gelassen. Ihre Eltern scheinen nicht einmal zu bemerken, dass sie quasi einen Tag in einem russischen Bunker verbringt. In den 80ern waren Kinder meist auf sich selbst gestellt. Sie fanden selbst Freunde, fuhren selbstständig mit dem Rad nach Hause und ihre Eltern ließen sie den Großteil des Tages meist auf sich selbst aufpassen. Klar, die fehlende Aufsicht war schuld, dass Will vom Demogorgon geschnappt wurde und seinem Bruder die Verantwortung für den Überwachungsdienst überließ. Aber es stärkte die Kinder auch darin, herauszufinden, was vor sich ging und ihn und letztendlich die ganze Stadt ohne elterlichen Eingriff zu retten. Die alte Welt ist im Gegensatz zu unserer aktuellen Welt ziemlich unverdrahtet, was viel zu der Geschichte in Stranger Things beiträgt. Nur Erwachsene werden bemerken und sich daran erinnern, wie unverbunden alles war. Zum Beispiel, wie oft werden in der Serie alle voneinander getrennt und suchen sich gegenseitig. Wenn sie Handys gehabt hätten, hätten sie sich einfach anrufen können, um herauszufinden, wo die anderen gerade sind. Ja, die Kinder machen das mit ihren Walkie-Talkies, aber wie wir in Staffel 2 sehen, haben sie diese praktischen Geräte nicht immer dabei. In unserer modernen, verdrahteten Welt haben die Menschen allerdings ihr Handy immer dabei. Viele Eltern haben heutzutage auch GPS-Tracker in den Handys ihrer Kinder. Aber in dieser Serie gibt es keinen einfachen Weg, um herauszufinden, wo die Kinder sind. In Staffel 1 sehen wir, wie viel Zeit Hopper und seine Begleitung benötigen, um herauszufinden, dass HNL mit MK-Ultra zusammenhing. In Staffel 3, als die Gruppe das Plancksche Wirkungsquantum nicht wusste, mussten sie Dustin dazu bringen, sein superkräftiges Funkgerät zu benutzen, um sich mit seiner Superhirnfreundin Susie in Salt Lake City zu verbinden, weil sie die einzige Person ist, die sie kennen, die diese mathematische Formel verstehen kann. Allerdings kann man im Internet das Plancksche Wirkungsquantum in einer halben Sekunde finden. Planck's constant is 6.6260704. In Staffel 3 von Stranger Things sehen wir den Einfluss, den die Starcourt Mall auf die kleine Stadt Hawkins in Indiana hat. Bevor es Malls gab, liefen die Menschen durch Innenstädte, gingen in zufällige Läden und in größeren Städten in Kaufhäuser. Aber Shopping drehte sich meist um unabhängige Ladenbesitzer und örtliche Läden, aber manchmal auch Versandhandel. Dann brachten die Malls Ketten, die weit entfernten Konglomeraten gehörten, und während jeder gegen den Tod der Innenstadtbezirke protestierte, wurden die Malls doch zum Mittelpunkt der amerikanischen Kultur. Sie starteten in großen Städten, aber kamen auch bald in die kleineren Orte. Viele Erwachsene haben Erinnerungen an die erste Zeit, als sie in die Mall gingen und ein paar Stunden mit herumlaufen, shoppen, einen Film ansehen und im Gastronomiebereich verbrachten. Diese Art des Shopping Center behauptete sich einige Jahrzehnte lang, bevor das Internet dazu kam. Mittlerweile beklagen diese Einkaufszentren ihren Untergang aufgrund des Onlinehandels. Ironischerweise kommt es wieder in Mode, in kleinen Geschäften oder online in Läden der Innenstadt einzukaufen. Die Kinder von heute werden nie verstehen, wie für eine kurze Weile die Einkaufszentren das Größte waren. In Staffel 2 von Stranger Things gehen Steve und Nancy zu Barbs Eltern, um mit ihnen über ihr Verschwinden zu sprechen. Die Eltern schaffen es nicht zu kochen, also bestellen sie KFC zum Abendessen. Joe Keery, der Steve Harrington spielt, schwafelt dabei werbewirksame Zeilen über das legendär leckere Hähnchen. Und die Erwachsenen, die mit offenkundigen Produktplatzierungen aufgewachsen sind, werden das bemerken. Markengeschichten waren eine Konstante, seit das Fernsehen sich in eine Maschine verwandelt hatte, die nur noch durch Werbeeinnahmen lebte. Sie wurden letztendlich von noch teureren Werbesendungen ersetzt. Und dann folgte das Service-Abo-Modell. Noch weitere Produktplatzierungen, die Erwachsenen auffallen könnten? New Coke. Lucas klingt wie ein Werbesprecher, als er seinen Freunden über die Qualität dieses Getränkes vorschwärmt. 1985 war New Coke ein Versuch, um die Marke neu zu erfinden. Und Lucas' Beschreibung klingt wie eine perfekte Werbung. Coca-Cola legte New Coke sogar im Zusammenhang mit der Serie neu auf. In diesem Zusammenhang nutzte Stranger Things einen alten Marketing-Trick auf ironische Art und Weise, um das Marketing der alten Welt ohne teure Werbung ins moderne Fernsehen zu bringen. Kalifornien scheint einiges von seinem alten Glanz verloren zu haben.
wenn man das Wachstum anderer Städte und die hohen Lebenskosten bedenkt. Aber in den 80ern war das der Place to be. Während Chicago seine Beliebtheit dank John Hughes genoss und New York schon immer stark präsent war, spielten Filme und Serien über das Erwachsenwerden in den 80ern in Kalifornien. Auf viele Weise fanden die Trends Kaliforniens ihren Weg in den Rest des Landes, wie Lucas und Dustin bewiesen, als sie beliebte Sätze in Macs Nähe benutzten. You're super smart. And you're like totally tubular. Das war die Ära vor sozialen Medien und Online-Shopping, als der einzige Weg, um Trends zu kennen, der war, sich im Mittelpunkt zu befinden. Diese Welt zu verlassen wäre fast so, als würde man in der Zeit zurückfallen. Kleinere Städte konnten eine Saison, ein Jahr oder sogar noch mehr hinter den Trends zurückliegen. Billy ist davon verärgert, obwohl sein Status als der Junge aus Kalifornien ihm einen sofortigen Stempel in Hawkins verpasst. Kalifornien für irgendeinen anderen Ort zu verlassen, war 1984 doch härter als zu jeder anderen Zeit in der Geschichte. Deswegen kann man Billys Frustration fast schon verstehen. Schaut euch eines unserer neuesten Videos gleich hier an. Außerdem kommen bald noch weitere Looper-Videos über eure Lieblings-Streaming-Serien. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst.